Er war genau hier. Ich hab ihn gehalten. Ich war dabei. Konnte nichts tun. Tut mir leid, dass du das sehen musstest. Mich hat das auch fertig gemacht. Danke. Wir haben es überlebt. Nur das zählt. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Mir auch. Als würde ich sie kennen. Aber woher? Wow. Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Jetzt fliegt er schon. Praktisch. Muss praktisch sein zu fliegen. Ey, no front, aber die Wand. Die Wände sehen aus wie von Minecraft. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Ich schätze, hier zu bleiben macht schon Sinn, oder? Denkst du, das ist am besten? Wir haben keine andere Wahl. Wir bleiben. Okay. Vielleicht stimmt. Vielleicht haut es irgendwann ab. Es gibt keinen anderen Weg. Gott hat uns verlassen. Er war nie da. Das sind mehrere. Na, ganz toll. Dieser Ort ist ein Hafen für Doppelgänger. Stimmt. Die sehen gleich aus. Huch. Ich habe eine Vermutung, was jetzt kommt. Pass auf. Ja, genau dieser Speer. Wie aus der Vorhersehung. Lauf! Versteck dich! Schnell! Jetzt bloß keine Fehler machen. Wir wissen, wie das ausgeht. Ja, das ist der Geist von Daniel, der doch auf den Zaun gefallen ist.
hoffe, ich bereue es nicht, dass ich mich dem Ding stelle. Wenn ich fliehen würde, würde der andere bestimmt sterben. Aber vielleicht meinte der das vorhin mit voreiligen Entscheidungen. Wo bist du? Taylor, komm schon! Sag doch was! Was jetzt? Daniel! Taylor! Wer ruft denn da? Nach links oder rechts gehen? Ja toll, ich sehe doch so oder so nichts. Ich bin hier drüben. Taylor! War das jetzt die richtige Entscheidung? Bonusinhalt freigeschaltet. Es ist so schön, euch zu sehen. Hatte schon Schiss. Wir sind noch nicht außer Gefahr. Das Spiel geht 4 bis 6 Stunden ungefähr. Länger nicht. Kurze Pause. Nicht stehen bleiben. Weiter geht's. Nein. Er braucht eine Pause. Vergiss es. Diese Biester jagen uns, nicht euch. Wir müssen hier weg. Keiner von uns ist sicher. Nicht heute. Okay. Wie geht's weiter? Weiß nicht genau. Lasst uns hier eine Weile ausruhen. Du schläfst? Respekt. Schön wär's. Nach allem, was hier abging, kann ich kein Auge zutun. Dabei bin ich total fertig. Eine Idee, wie wir von hier wegkommen? Also, wir wissen jetzt, dass keine Hilfe kommt. Wir sind allein. Sieht ganz so aus. Der Beste, vielleicht Einzige, Weg ist, dass wir Mary stoppen. Vielleicht hilft's, wenn wir Mary aufhalten, klar. Aber was ist mit dem anderen Kind, das immer vor uns wegläuft? Mary und sie verbindet irgendetwas, ganz sicher. Vielleicht will das andere Mädchen uns wohin führen. Wohin? Weiß nicht. Vielleicht können wir irgendwo helfen. Fühlt sich alles außer Kontrolle geraten. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas tun können. Mary ist der Schlüssel zu allem. Den Verhandlungen, den Hinrichtungen. Klar, aber wie sollen wir sie stoppen? Vielleicht ist sie ja nicht mal echt. Jetzt ist es zu spät. Aus. Ende. Mary sieht wie ein Kind aus, aber sie ist das Böse in Person. Wir müssen sie stoppen. So einfach ist das nicht. Wie gesagt, sie ist nur ein Kind, das ist... Hör mir zu. Wenn wir sie sehen, stoppen wir sie um jeden Preis. Was war das? Scheiße, das Biest will mich wiederholen. Hast du nichts aus dem Beinahe-Unfall mit dem Alten gelernt? Steck's weg. Das ist nicht der alte Kerl. Das ist was anderes. Nicht schießen. Nicht schießen. Ich wieder.
Das ist die Vision, die zweite, die wir hatten. Sag ich doch. Ich hab doch gleich gesagt, wenn man so eine Gestalt im Nebel sieht, dann ist es nichts. Nicht schießen. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Dafür war die Vorahnung. Ich dachte, du wärst fort. Wir dachten, naja, wir sind froh, dass du noch lebst. Aufhören. Ich werde noch ganz rot. Aber danke. Keiner legt sich mit dir an. Echt jetzt? Du bist hart im Nehmen. Aber ihre Brille hat sie also verloren. Die Crew ist wieder vereint. Du hast alle zusammen. Gut gemacht. Naja, war Teamarbeit. Gerade ist dich wegzubringen unsere Priorität. Los geht's. Wir haben noch mehr dieser Dinger gesehen, seit du weg warst. Das Biest, das mich gejagt hat, war der Horror. Und davon gibt's noch mehr? Was sind das für Dinger? Kommst du ohne deine Brille klar? Und ob ich das tue? Hier gibt's so viel, was ich nicht sehen will. Die Brille ist weg, aber dein Humor ist noch da. Gut. Hört ihr das? Hab ich. Nicht weit weg. Nicht stehen bleiben. Ich helfe dir runter. Oh. Los, schnell! Jetzt warte doch mal! Warte! Andrew, hey! Professor? Angela, hallo? Daniel? Tater? Interessant, wie viel Zeit verflogen ist. Als sie da eben in dem Park saßen, war es 2 Uhr noch was. Jetzt ist es 4 Uhr 3 in dem Spiel. Hey! Also es geht langsam aufs Ende zu, wenn es 4 Uhr 3 ist. Verdammt! Dann sind wir fast am Ende vom Spiel. Muss ich aussuchen, wie ich rette oder was? Was ist denn das für eine scheiße Wahl? Halt durch, Taylor! Ich muss mir helfen! Wenn die eine dann stirbt, dann kann ich dafür aber gar nichts dagegen tun. Weil ich kann mich ja nicht für beide entscheiden. Das geht ja nicht. Voll ins Bein, oder? Wir haben beide gekriegt. Wunderbar. Gut, dass ich noch Kugeln im Magazin hatte. Jetzt habe ich aber nur noch einen Schuss. Ich glaube, das wird zum Verhängnis später. Ich glaube, dadurch, dass ich einen Schuss verballert habe, kriegen wir nicht mehr alle am Leben raus. Scheiße. Hätte ich mal vorhin an der Kirche nicht geschossen. Keine Ahnung, wie wir es da heil rausgeschafft haben. Freu dich nicht zu früh. Wir sitzen immer noch in diesem Drecksloch fest. Und diese Monster lauern noch auf uns. Wir müssen weiter. Wir müssen weg, jetzt gleich. Wieder ein Kapitel fertig. Besser das eigene Selbst besiegen, als 1000 Schlachten gewinnen.
dann ist der Sieg dein. Er wird dir nicht genommen. Nicht von Engeln oder Dämonen, Himmel oder Hölle. Vielleicht wird ihnen ja langsam etwas klar. Dass die Dinge und die Menschen nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen. Drei Hinrichtungen, drei gequälte Wesen und keine Seele verloren. Sie machen sich sehr gut. Weiter so. Schon eine Idee, was noch auf sie wartet? Versteckt im Nebel. Echt gemein ist, was da kommt. Das ärgert mich jetzt. Ich krieg wahrscheinlich nicht alle lebend raus. Dadurch, dass ich eben nur noch einen Schuss habe. Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Also ich spare mir jetzt die Schüsse, egal was kommt. Wirklich nur für Notfälle. Nur eine Idee, den aber Schuss, so. Vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst gejagt, nachdem mein Double starb. Ist hier irgendwas nicht kaputt? Oh, wieder eine Vorahnung. Mit einem Hammer die Tür zu machen, das muss ich mir merken. Das war, denke ich, mal eine wegweisende Vorausahnung. Marys Grab. Aber da steht nicht, wie und warum sie starb. Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Andrew und der Professor. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Gib Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzte unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn, wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir?
Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Dann schützt deinen Freund und sag gegen Mary aus. Die Vorwürfe, all die Toten, das ist alles ihre Schuld. Du musst die Wahrheit sagen. Ein Fluch. Ihr seid wahrlich des Teufels. Hör doch einfach mal. Hoffentlich stoppt das die Kleine und holt uns hier raus. Mal sehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Was ist los? Bonusinhalt freigeschaltet. Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Da war Andrew Stubel. Er wollte Mary anklagen, weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber tja, ich fühle mich als Teil des Teams. Erklärung dafür macht keinen Find Sinn. Finde ich echt gut. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut. Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir hätten einen dieser, Fuzzis gebraucht. Ein Paladin. Einen Gotteskrieger. Oh, wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ich bin halt voller Überraschung. Die reinste Wundertüte. Fahrt's ab. Wir sollten los. Oh, Scheiße. Daniel! Taylor! Wo bist du? Taylor! Bist du's? Oh, es war richtig, dass ich da bewege und den Geräusch gefolgt bin, nicht der Bewege. Und lass mich auf keinen Fall los! Hilf mir! Ich lass mich los! Nein, ich hab verschissen. Ich hab sie verloren. Warum wechseln denn auch die Knöpfe? Nein!
Das ist viel zu gemein programmiert, ganz ehrlich. Die Knöpfe wechseln so spontan, wie soll ich denn so schnell umdenken? Naja, ist halt so. I can't believe Taylor's gone. Schade drum, aber naja, was soll man machen? What the fuck? Wir müssen weg von hier. Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Taylor, ich kann's nicht glauben. Ich glaub's nicht. Und dann ist eben Taylor Swift zuerst gestorben. Nicht wie wir gedacht haben, Merkel. Taylor kann nicht tot sein. Sie kann nicht tot sein. Taylor würde wollen, dass wir uns jetzt zusammenreißen und weitergehen. Und genau das werden wir auch tun. Dein Double muss vor Gericht über Mary auspacken. Nur so können wir sie stoppen und diesen Albtraum überleben. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Es dachte ja auch jemand, dass es uns hilft, Marys Puppe zu verbrennen. Und sind wir sie los? Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Wir haben nur eine Chance. Ein Fehler und wir sind erledigt. Aus die Maus. Tun wir, was immer nötig ist. Na los. Sehen wir uns um. Wieder eine Vorahnung. Oh! Noch eine negative Vorahnung. Halt, hier ist noch ein Poster. Schaut mal! Hey! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels.
Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Welchen Weg soll ich einschlagen? Mein Gewissen befiehlt mir, Mary anzuklagen. Doch der Gedanke daran betrübt mein Herz. Du musst dem Richter die Wahrheit sagen. Das Kind ist böse. Alle müssen das wissen. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit. Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope... Erspart uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary hat mir gestanden, dass sie gelogen hat. Sie sah nicht, wovon sie sprach. Sah weder Hexen, noch Teufelsdiener oder Teufel. All das entsprang nur der Fantasie eines Kindes. Verstehst du den Ernst dessen, was du hier behauptest? Ja, werter Richter. Nun gut. Wir sind fertig. Mary wird bei mir bleiben? Angesichts deiner Aussage kann ich das nicht verantworten. Reverend Carver wird Marys neuer Vormund sein, so will es das Gericht. Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubel gesehen? Er war da. Er hat ausgesagt, dass Mary gelogen hat. Sie hat nur gelogen. Gut, und was jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Denkst du, er hat recht? Es war, wie er gesagt hat. Das Spiel ist spannend. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht sie raus hier. Für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. In den 70ern lag mein Leben noch vor mir. Vielleicht gibt's einen Ausgang im Erdgeschoss. Ich denke ja wohl kaum, dass man 1972 schon Leck mich am Arsch geschrieben hat. Nee.
Komm mal her, das musst du sehen. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab es einen Zeitsprung. Dann was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Man kann ja so viel verpassen, weil alles so gut versteckt ist. Okay. Was ist dann deine Theorie? Hörst du das? Da unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Wow. Oh, shit! Oh, oh. Ob das so gut war? Zumal er ja eben sagt, es ist unter uns. Hey, alles gut bei dir? Ja. Das war die Vorahnung, nicht das in der Kirche. Scheiße. Falscher Knopf. Das war's dann wohl. Ja. Zweimal falscher Knopf heute schon. Ja gut, im Grunde ist es eigentlich egal. Es gibt ein Achievement für, dass alle entkommen oder dass alle sterben. Wenn einer tot ist, ist es egal, ob noch weitere sterben. Ich versuche halt mein Bestes, aber naja. Dann ist es halt so. Das Biest scheint weg zu sein. Könnte aber jederzeit zurückkommen. Ich glaube, Angela und Andrew sind definitiv safe. Ich glaube, denen passiert jetzt definitiv nichts mehr. Beim Professor ist es noch so eine naja Sache. Ne, wobei, Andrew muss ja irgendwie sterben. Es gibt ja eine Trophäe, eine Errungenschaft für alle überlebenden Sterben.
Aber dann wahrscheinlich bei Andrew erst im Finale. Aber es sind immer die Geister der Vergangenheit, die einen einholen.